Nein! Okay, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rayman Legends. Wir sind in den Origins-Welten. Ich bin der Captain aus der Kantos Corner. Ihr seid Schwiggy und der Fehler ist auch dabei. Und typische Wind ist das Level, das wir spielen. Auf geht's! Wohin? Oh! Hinten! Um! Nach links, genau. Entspann dich, Dagi! Nein, die Zeit läuft. Oh Gott, okay. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab mich reingelegt. Gut? Was ist denn los, Dagi? Oh, ich hab zu viel Tee eingeatmet. Du sollst den Beutel doch nicht essen. Eingeatmet. Ich hab einfach gemacht. Ja. Na gut, das kann schon also sein. Also einfach geschmatzmappt. Wir müssen den ziehen. Jetzt hast du den Leuten verraten, was Schmatzmapp ist. Nein. Tee inhalieren? Tee inhalieren ist Schmatzmapp. Nein, das stimmt nicht. Ach, wir müssen den Tinsi nochmal holen, ja, hast du gesagt. Ja. Danke! Ich dachte jetzt, du hast es echt wieder ignoriert. Ja. Das in dieser Folge hast du schon mehr Worte rausgeworfen als ich. Das stimmt. Sehr ungewöhnlich, ich hab Angst. Was ist, 112. Was ist da oben? Oben ist doch noch irgendwas, oder? Sieht das nur so aus, so ob man da hin könnte. Nee, das wirkt, als wenn man da hin könnte. Ja, da hast du recht. Aber ich weiß nicht wie. Mhm. Nein, ich wollte nicht. Ja, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Odin. Odin. Da bin ich. Ja, wir sind hier gerade in so einem Pepito Mobile gefangen. Naja. Ich komme nicht darüber. Naja. Perpetuum mobile, ich hab's auch. Perpetuum mobile. Bam, 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 da, da, da. Oh, scheiße. Oh, oh, da fliegt er. Seht nur, da liegt er. Hui. Au. Danke, aber au. Oh, no. Oh! Ja, ich bin hier irgendwie gefangen. Was ist denn die Dschungel-Gangster-Musik hin? Naja, wir sind nicht mehr im Dschungel, wir sind ja im Musikland und hier ist alles Musical Funky Fresh, sag ich dir. Na gut. Hier ist alles voll goofy. Das ist das Jugendwort des Jahres 2023. Es ist nicht tricky geworden, Leute. Ja, du hast ja auch gesagt, das ist fürs nächste Jahr, du Depp. Leg mir das so hin, wie ich es brauche, okay? Ich weiß. Das Ding ist halt, das ist jetzt quasi das letzte Let's Play, wo ich noch Twiggy sage. Grundsätzlich gesehen schon, ja. Danach kommt das Jugendwort fürs nächste Mal. Da haben wir schon festgelegt, dass es, Schnabulatien. Ja, Schnabulatien, genau. Genau. Das ist natürlich ein Wort, das jedes Kind in den Mund nehmen möchte. Jeder möchte Schnabulatien das in den Mund nehmen. Das stimmt allerdings. Oh! Oh! Das hat funktioniert. Ey, ich hab gedrückt gehalten! Ja, gedrückt gehalten, hab ich genau gesehen. Officer Wachtmeister Chan. Officer Chan! Yu Suzuki wurde letztens interviewt. Ja. Und er meinte, er könnte sich vorstellen, statt einem Shenmue 4 Sequel mal ein Shenmue Prequel zu machen. Ja, yep, tatsächlich habe ich das vorhin gelesen. Dass er wieder ein Dobuyuta spielt. Und quasi vor Shenmue 1 spielt. Damit wir auch nie, ja, nie mit der Story durchkommen. Ja. Also entweder ein Prequel oder eine Neuerzählung, hat er auch gesagt. Und ich denke mir so, das hast du doch mit dem Anime versucht. Ja. Und es hat nicht ganz geklappt. Also warum? Warum nicht einfach die Story erstmal zu Ende erzählen? Oder vielleicht bring deine Story einfach als Bücher raus, damit die Leute wenigstens ein bisschen Closure haben. Ja. Also das würde ich ja an seiner Stelle machen. Einfach die Bücher raushauen. Ja, der ist halt gerissen. Der ist so wie Peter Molyneux. Das ist so ein falscher Prophet einfach. Ja, okay, nein, ich wollte dich nur schwächer an. Okay. Ein bisschen tricky. Aber ein Arschloch ist er schon. Nein, aber komm. Ey, warum sind wir jetzt beide gestorben? Das weiß ich auch nicht. Die Luft ausgegangen? Zu viel Sand? Ist die Luft ausgegangen. Aber ja, er könnte ruhig mal, naja, wird sicherlich ein bisschen Geld jetzt verdient haben mit seinem neuen Spiel. Shenmue 3? Ja, nein. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Man ist so ein... Aber ich glaube, es ist ähnlich wie mit A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Ich glaube einfach, wir
Wir müssen uns darauf einigen, wir werden niemals die komplette Story kennen. Nein, wahrscheinlich nicht. Das wird bei Shenmue genauso laufen. Ich bin auch der Ansicht, dass die Story jetzt schon mehrfach angepasst. Wer? George? Suzuki. Ach so. Angepasst an was denn? Naja, einfach nur, das finde ich jetzt cooler, wenn wir es so machen. Statt, ne, wie es ursprünglich mal geplant war. Er hatte ja mal alles geplant, laut eigenen Aussagen. Ja. Irgendwie 13 Bücher geschrieben oder weiß der Geier, was sein Plan da war. Dann soll er die einfach veröffentlichen. Ganz ehrlich, damit kann er so viel Knete machen. Ja. Von mir aus, die Releases irgendwie, keine Ahnung, alle ein halbes Jahr auseinander oder sowas. Oder unten war noch ein Teensy. Damit halt man nicht direkt irgendwie so Shenmue-Fatigue hat oder so oder zu viel auf dem Markt gleichzeitig ist. Ja. Und dann hat das doch. Kann er doch Geld mitmachen. Weil ja. Die Shenmue-Story an sich ist ja interessant und spannend und nicht verkehrt. Warte mal. Hier ist nichts. Nee, da ist nur eine. Dementsprechend könnte er eigentlich. Und ja, er hat auch gesagt, wenn er noch ein Spiel macht, dann will er es einsteigerfreundlicher machen. Was auch immer das bedeuten soll. Ja. Weil hat er das nicht schon irgendwie bei Shenmue 3 gemacht? Und mit dem Kampfsystem irgendwie? Ja. Oder er wollte zumindest. Ich weiß nicht, also. Ich dass glaube, das Kampfsystem einsteigerfreundlicher ist. Ich glaube, wenn er gekonnt hätte. Ich glaube, hier hinten ist noch irgendwas. Ja, hatte ich irgendwie auch gedacht, ne? So rechts auf der Seite? Ja, ich dachte, ich hätte was gesehen, aber ich wüsste nicht, wie man hier durchkommt. Nee, da ist nichts. Sicher? Ja. Wenn ich jetzt mal hier da ist direkt eine Wand rechts. Fliegt man hier nach rechts? Ja, da ist direkt eine Wand. Nee, weiter oben nach rechts. Da ist nichts. Da war hier. Ja, war da was? Da ist nichts. Nee, kommt die Ranke raus. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Mein Fehler. Glaub mir doch. Ich glaube dir, aber ich glaube auch meinen Augen. Meine Augen haben mich belogen. Ist dumm gelaufen, aber was soll's. Aber hier. Junge, du trägst eine Brille. Natürlich lügen dich deine Augen an, sonst würdest du die nicht tragen. Deine, deine Wahrheitsgläser hast du nicht umsonst. Naja. Was wollte ich sagen, bevor ich mich selbst unterbrochen habe? Yu Suzuki. Ja. Und einsteigerfreundlicher Shenmue. Ja. Ich denke mal, wenn er gekonnt hätte, hätte er das alte Kampfsystem wieder benutzt. Aber das ist wahrscheinlich immer nur lizenziert von Sega, weil es halt Virtua Fighter ist. Das könnte sehr gut möglich sein, ja. Oder es wäre einfach zu teuer, das nachzustellen. Weil es ist ein Unterschied zwischen dem, was wir bekommen haben und was ein Virtua Fighter ist. Ja, definitiv. Aber interessant, ja. Vorhin hat es mich auch irgendwie so einfach nur, habe ich so dran gedacht, so der Moment. Ist vielleicht ein Shenmue 4 oder so, vielleicht in Arbeit oder irgendwas, oder weiß man da irgendwas? Und ja, da habe ich auch irgendwie das gelesen irgendwie, das war jetzt auch erst irgendwie am 2. November oder so. Ja, das ist nicht so lange her, dass das war. Ja. Und da habe ich dann auch gedacht, so, echt jetzt, du willst nochmal irgendwie entweder eine andere Story quasi, also ne, so Vor-Story oder sonst was machen, anstatt die Story einfach weiterzuführen? Tja. Ich weiß auch gar nicht, wie alt der Mann ist, aber... Das wollte ich auch schon gerade. War so ein Gedanke auch in meinem Kopf. Also es ist, wie gesagt, es ist wie A Song of Ice and Fire. Wir werden niemals die komplette Story erfahren. Vermutlich nicht. Weil wenn du jetzt behauptet hättest, irgendwie George hat bestimmt seine Story angepasst, ja, nach dem, was er selbst möchte wahrscheinlich. Hm. Aber nicht auf das, was irgendwie Leser oder Zuschauer unbedingt wollen. Da ist er ja nicht so. Nee. Oh, wir haben sogar Würmchen hier unten. Oh, jetzt kann ich Würmchen an. Aber George, ach, das hatte ich ja schon. Nee, doch, es kam jetzt nochmal irgendwie ein Interview mit George R. R. Martin. Ja. Wo er dann auch ziemlich genervt irgendwie gesagt hat, so, ja, ich weiß, Winds of Winter, ihr müsst mich nicht mehr fragen danach, so nach dem Motto. So, also er scheint schon ein bisschen genervt davon zu sein, dass ständig Leute nur sagen, egal was er irgendwie promotet oder so, und sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit Winds of Winter? Naja, nun. Die Leute wollen es nun mal. Ja, klar. Wir wollen auch A Dream of Spring und wahrscheinlich, wenn es nötig wird, auch A Time for Wolves. Also, ne? Wo soll es denn eigentlich lang gehen? Da ist doch... Ja, ist egal. Boing, boing. Warum? Das ist schon wieder so ein Gegner, der einfach random stacheln... Was? Ich dachte, das war ein Legends-Ding. Okay, dann kommt das aus Origins. Stimmt. Alles, was schlecht in Legends ist, kommt wahrscheinlich aus Origins. Wow, das war voll der Front. Yeah.
Deine Batterieleistung lässt nach. Meine? Ja, meine ist... Das ist doch 100%. Ich hab's nicht bedacht, dass das die Switch anzeigt und hab dann gedrückt und dachte, ja, machst einen Gag draus. Ich hab von ihm nur einen stutzigen Blick bekommen. Sei froh. Diesmal stutze ich dir was. Das war dein Gesicht. Hast du die Kombi gesehen, die ich gemacht hab? Das war eine richtig gute Kombo. Ich hab Kombi gesagt. Na und? Hallo Kombi. Kombi die Bu. Du bist eine Biene unten. Hä? Ich war's nicht. Nee, das war ich. Oder beziehungsweise es war das Spiel. Ja. Was mich einfach der Länge nach von dieser komischen Schlange hat sliden. Das warst du! Du hast mich voll nach unten geslammt, Angst! Ich bin doch nicht hoch, wenn ich springe. Ich hab gar nichts gemacht. Naja. Oben. Ah, ich bin oben. Oh! Oben! That's my stuff. I go to the gym and I'm gonna be buff. Hey! I'm a muscular girl. Bad girl. Ich weiß nicht, guck mal mein Back Girl. Wie hat mich denn jetzt der Wurm getötet? Indem er dich zwischen die Wänden gequetscht hat oder sowas. Da ist der Wurm drin. Da war der Wurm drin. Er lebt in dir. Wow. Oh. Jetzt geht's ab. Ah, hier schnell. Ich war zu übermütig. Ja. Wer zu schnell ist, der verpasst den frühen Wurm. Oh, wo heißt es? Also schlaft aus. Huch. Ah. Entschuldige. War keine Absicht. Ich hab hier das Säckchen aufgemacht. Da kam allerlei Schönes raus. Ah, ich sterbe! Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Rayman-Feeling. Da ist ein Team, sie da ein Loom. Und wir springen hier herum. Ich wünsch, ich spiele Doom. Oh, pass auf, die Plattform geht runter und dann zerquetschen die einen, aber nicht jeder, aber manchmal. Muss man aufpassen. Ja, das geht ja. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Erleb den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend Feeling. Zott, sahnig, fruchtig, frisch. Gibt's Zott noch? Bestimmt. Nein, Hashtag not spawn. Ich spawn nicht. Au. So geht's auch. Als ob! Wieso? Was können die das denn? Zu mir mal sehen. Ich wollte den Vogel. Wir haben den ersten Teensy nicht bekommen. Ah ja, stimmt. Den hatten wir ja nicht bekommen. Warum nicht? Weil wir den nicht gekriegt haben, weil wir da schnell der Schlange hinterher mussten. War das letzte Folge? Nee, das war diese Folge. Das war dieses Level. Das ergibt Sinn, dass es dieses Level war. Oh je. Schnell hier, los. Oh. Ich meine das Ticket. Für mehr Origins. Dünsch ist der Didiritrus. Bitte was? Er stand da gerade hier. Ich könnte mich quotieren. Schreibt in die Kommentare. Punkt. Schreibt es einfach irgendwas. Mhm. Yay, noch ein Schmubi-Level. Baba Ballermann. Baba Ballermann. Baba Ballermann. Baba Ballermann. Baba Papa. Baba Ballermann.
Barbara Mann. Okay. Moment, aber. Barbara Elichmann. Ich weiß auch nicht, das ist ja einfach. Das kann man nicht machen. Barbara Lügichmann. Die ist nicht ehrlich, Mann. Ach, sieh da eins von diesen Leveln. Sumimasen. Ist ja das Coole, ne? In Japan, wenn du so irgendwie so ne, so diese Claw-Machines oder sowas spielst. Und wenn du da zu oft verlierst, kannst du den Angestellten halt, kannst du ankommen, Sumimasen, und dann machen sie es dir einfacher, damit du eher gewinnen kannst. Das ist doch süß. Ja. Ein Japan-Fact, den du nicht kanntest, aber den ich kannte? Was ist denn heute los? Ich bin jetzt kein Japano. Ich? Oh. Nee, warte, wie heißt viel. Das? Japanophil. Ja. Kein Japano. Hätte ich aber gedacht. Ich meine, du hast mir... Was haben wir letzte Woche gemacht? Du hast mir neun Anime erste Folgen vorgesetzt. Ja gut, auf Japanisch. Das ist ja nur ein kleiner Teil von Anime, den nicht mal ein Großteil der Japaner unbedingt... Ich hab dir nur die gegeben, die man scheiße findet. Wie soll ich denn ans Säckchen gekommen? Achso, mit Gegenschuss. Ja, mit Ricochet. Oh. Das ist eine Ricochet. Ah, oh, meine Nase. Jo. Meine Nase. Oh. Ja, so habe ich das gesagt. Ja. Was dagegen? Nein. Meine Nase. Was ist das hier? Y. Ja, Y. Oh, okay. Wenn du so sagst, bin ich dabei. Aber sag nicht weh, wenn du Y meinst. Das stimmt, das passiert irgendwie ganz oft, aber. Ich weiß nicht. Tu mir lieber Y, anstatt dass du mir weh tust. Ha! Wo geht's denn jetzt hier lang? Naja, immer geradezu. Ja, naja, okay. Wow, rein in den Kreis. Ja, genau. Sonst war's mit dem Fleisch. Rein in den Kreis des Zirkels. Der Musik und der Nashi. Wann denn der Nashi? Keine Ahnung, wo die herkommen. Nashi. Rein ins Naschen. Mit Sword ins Weekend viel. Guten Freunden gibt man ein Küsschen oder zwei. Oder aufs Maul. Hennisbänder. Oh, saugen. Ah ja. Oh. Das war wohl schlecht gesaugen. Ja, vielleicht muss man hier auch gar nicht saugen. Na, noch nicht. Noch. Erst brauchen wir ja den Gegner. Ja, ich bin schon mal vorbereitet. Ja, ja. Ich war. Kann ja ich. Sumimasen! Oh, alles vereist! Eisland! Aua, scheiße, das war dumm. Nehmen mal wieder. Oh, Pudding, danke. Jetzt habe ich meine Munition verschossen wegen dir. Naja, kommt da wieder. Oder geklärt. Ja, das haben wir geklärt. Habe ich geklärt mit dem Boss, ne? Der hat so ein paar Bomben und da kannst du dir entgegenwerfen. Oh, da links unten. Und hier, überall in den Ecken, da sind so gemeine Scheibenviecher. Mit Augen. Ich habe dich gewarnt. Das ist die Stachelorange. Die Stachorange? Ja, ich weiß nicht, was die im Notenlevel zu tun hat, aber sie ist hier. Ich weiß auch nicht, warum hier alles vereist ist im Notenlevel. Ja, vielleicht ist das die... Das ist Parodius. Ja. Warum nicht? Wow! Oh Gott! Jetzt wird's aber schnell. Jetzt muss man aufpassen. Oh Gott, ich kann mich nicht bremsen. Oh Gott! Ich merk schon. Wir haben es geschafft. Warum regnet es Blut? Warum nicht? Gute Frage. Also, warum... Nee, wir kommen jetzt ins Fruchtlevel-Land. Das war der Übergang. Melone. Ja, exakt. Suika Game. Demnächst im Kino. Habt ihr das Wassermelonenspiel gespielt? Wenn ja, was ist euer Highscore? Schreibt es in die Kommentare. So macht man das. Nicht einfach, schreibt irgendwas in die Kommentare. Also ja, ihr könnt wenn ihr mir gefallen tun wollt, schreibt irgendwas in die Kommentare und beantwortet nicht die Frage mit dem Wassermelonenspiel. Also einfach das Wort irgendwas in die Kommentare. Ja, wenn ihr die Folge bisher geguckt habt, schreibt es mal rein. Ja, auch du Lurker, du, der random reinguckt und normalerweise nicht kommentiert, bitte, hilf uns auch, bitte. Auf geht's zu Schlangenaugen. Desperat, sie werden uns die Kniescheiben brechen. Man nennt mich auch El Desperado. Uiuiui, zurück im Schlangenland von den Noten. Ah, ich dachte, jetzt geht's ins Fruchtland. Nein.
Warum ist der? Ich bin auch in den Vogel hinein. Hab mein Geld hast mich gekostet. Meine goldiges Herzen. Was? Ja, mich auch. Ich bin tot. Ich hab schon wieder den ersten Spiel verpasst. Nee, wer ist der Twin Boy? Also eigentlich sind es Kleinlinge. Kleinlinge haben wir verpasst. Aber immer nicht kleinlich sein. Aber der im Englischen heißt ein Saltin, siehst du, deswegen nenne ich sie immer so, ja. Weil ich, keine Ahnung, zu viel Nitro Red geguckt habe. Ich habe zu viel Nitro Red getrunken. Klingt doch wie so ein Getränk irgendwie. Ja. Jetzt ist neue Nitro Red. Was für Kids. Ja, sowieso. Oder in den Werbespots. Mit 50% Zucker. Werden dann die Augen so groß von dem Kind und so. Ja, genau. Und so Dampf kommt aus den Ohren raus und... Ja. Nitro Red. Demnächst im Kino. Moment. Oben, ja, genau. Wie ist nochmal dieses eine Energy-Getränk aus How I Met Your Mother? Oh, das weiß ich nicht mehr. Wie ist denn das nochmal? Wo er denn auch das Telefonbuch zerreißt? Ja, ich weiß es nicht mehr. Und dann ruft er ganz laut den Namen davon. Wenn ihr wisst, wie das Energy-Getränk aus How I Met Your Mother heißt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Von mir schreibt einen neuen oder editiert euren alten. Aber vergesst irgendwas nicht. Ja. Mann, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Weiß Tornade! Nee, das wäre cool, aber so hieß es nicht. Jesus Christ. Einfach mal durch die Welt fallen. Ja. Kennst du das? Manchmal willst du einfach nur durch die Welt fallen. Ja. Weil die Welt ist das, was uns alle verbindet. Success. Oh, hier oben aber! Alone? At home? Kann man hier nicht hoch? Scheinbar, wollte das Spiel weiter. Relativ kompliziert dann. Das ist so ein Säckchen, aber da weiter oben war das sieht so aus. Ah, nee, das ist einfach nur so eine Abstrecke. Dann ist egal. Nee, da kannst du nicht hochscheißen, weil du kommst ja nicht mehr hoch. Kannst du nicht mal hochscheißen sehen? Nein. Normalerweise stapelst du die ja. Hoch. Du Hochstapler. Oh, das ist ja ein Gegner. Ja. Oioioi. Das Ende nahe. Vor allen Dingen hast du irgendwie so dreimal aufgeschrien, obwohl du nur einmal getroffen wurdest. Da ist aber jemand ein Mimöschen. No. Wann endet's? Au. Oh. Ich versuche jetzt wirklich irgendwie in meinem Hirn zu entschlüsseln, wie dieses doofe Getränk hieß. Ja. Oh, ich habe null Ahnung. Also. Ich habe es halt auch zuletzt, keine Ahnung, vor. Wann habe ich zuletzt diese Serie geguckt? Als ich mein Rewatch gemacht habe. Das ist irgendwie. Schon eine ganze Weile her bestimmt. Ja, ja. 2017? 2017 könnte tatsächlich hinhauen. Wo ich mit meinem Rewatch... Oh, ich hab den Vogel getötet. Entweder okay. Angefangen habe oder durch gewesen bin. Ja. Hat er das Secret direkt erbeutet hier. Und, ne, nice. Direkt detected und direkt geholt. Eingebeutet, das Ding. Ja. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Nee. Nee, was nehme ich nicht? Nee. Ah, oh Gott, oh Gott. Oh, der Boden geht weg. Ja, der Boden ist Lava. Nein, eigentlich ist das nicht, aber da oben wäre schon irgendwas Cooles gewesen, aber jetzt haben wir keine Zeit. Der Boden ist mein Lover. Der Boden ist mein Lover. Mach's gut. Ich hasse das. Warum wird man so nach links wegge... quasi nur... Das ist der Rückenwind. Nee, nicht der andere. Der Vorderwind? Ja, von mir. Meinst du die Windbeschleunigung? Die Windbeschleunigung. Danke, dass du mich in die Gegner reingeschlagen Gern hast. Gern geschehen. Wir müssen es jetzt hier schaffen. Ja, dann geh mal voran, bitte. Bin tot. Danke. Na, du hättest da rechts den Knopf. Ja, ich weiß, aber hab ich nicht geschafft. Hab ich gesehen. Och, Mann. Danke. Ich bin schlank und ich bringe dein Geld bald zur Bank. So, nochmal. Und dann geht hier ein Weg auf und dann bin ich wieder tot.
weil Rayman meinte, ein bisschen höher springen zu wollen, als ich das antizipiert habe. Ja, Batterieleistung, Batterieschmeistung, sage ich immer. Ich auch. Das habe ich dich noch nie sagen hören. Naja, ich muss ja nicht jedes einzelne Wort, das ich irgendwie benutze, in deiner Gegenwart anwenden. Warum nicht? Gibt schon Leute, die mich das haben sagen hören. Batterieschmeistung, das macht doch keiner. Du hast es gesagt. Ich weiß. Deswegen habe ich es ja auch gesagt. Man muss sich manchmal auch trauen, die Sachen zu sagen, die sich sonst keiner traut. Genau. Voldemort. Sag's nochmal. Voldemort. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Oh Gott. Ich bin dort. Ich treue dem Vogel noch nicht. Ja, aber der bummt uns nach oben. Oh, hier, ah. Oh. Auch, so geht's auch. Der bummt uns nach oben. Der Scheiß. Schmuppdi ab, die Schmuppdi ab, die Schmuppdi ab, die meh, 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 meh. Das war nicht der Schießenknopf. Nee. Bläh, bläh. Und Schmuppdi ab, die Schmuppdi ab, die meh, 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 meh. Schmuppdi ab, die Schmuppdi ab. Woran bin ich? Die kommen, glaube ich, gegen die Dinger dagegen. Nee. Ich hab das. Ich hab. Bin wirklich der Ansicht, wir haben die nicht berührt. Ey. Und schmuppdi ab, die schmuppdi ab. Okay. Also ein triumphatisches Disney-Theme hier einfach. Dun, 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 dun. Ganz schön elaborat hier. Ja. Hab ihn. Yeah. Jo, dann war er auch hier. Da oben noch. Danke dafür, Eiblali. Na, aber. Okay, der Vogel kam zurück. Ein Glück. Und jetzt noch der letzte Raum. Danke. Macht einfach gar nichts. Naja, reicht doch, wenn eine Person eventuell stirbt. Da ist was dran. Ja, wieder ein Level geschafft. Ja. Ja. Digga, der Jerry los. Yeah. Exakt. Was, wie viel haben wir noch? Noch 3 Minuten. 3 Minuten. Also das nächste Level sollten wir noch hinkriegen. In 3 Minuten? Ja. Yeah. Sieht aber nach einem Flugmoped aus. Ja, schon. Aber es hat nur 3 Kleinlinge, also dementsprechend. Naja, dann schieß den Vogel ab. Schieß den Vogel ab. Wo wir schon bei Ballermann waren. Schieß den Vogel ab. Schieß den Vogel ab. Fuselig. Fuselig. Bumm. Oh Gott, ich hab den ersten direkt verpasst. Liebe Sonic-Musik. Verrückter Vogel, du. Das ist das Beste an Sonic. Dass er so ein verrückter Vogel ist. Ja, ich meine nicht die Musik oder so. So. Mhm. Hast du voll verkackt. Ja. Sonic ist nicht verrückt. Der ist Radical Mondo cool. Ja, na gut. Oh, hat er sein Herz verloren. Ich schaff's. An einen Wurm. Nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich mein Herz an einen Wurm verloren habe. Hörst du das erste Mal oder nicht das erste Mal? Hä? Ich hab dich akustisch nicht verstanden, ob du gesagt hast, das erste Mal oder nicht. Wir hätten unten lang müssen. Ja. Also wir hätten das unten aktivieren müssen. Das ist nicht müssen. Das erste Mal, dass ich mein nicht Herz... Nicht das erste Mal, okay. Au.
Hätte man aber nicht sehen können. Hätte man doch. Hühnchen. Angst vor Fleisch. Potter. Bleibt einfach schon aus Vorbereitung unten, wollte ich gerade sagen. Und dann kam da der Wurm. Dein Herzenswurm. Wir müssen halt gleich unten das Ding aktivieren, damit wir nicht verpassen. Oh Gott. Jawohl, jetzt haben wir es. Sehr gut. Yummy, yummy! Weil er mir egal ist. Aber warum? Das sind mehr Lums. Das ist doppelte Anzahl Lums. Naja. Lums! Ja doch, sind sie doppelte Anzahl. Nicht nur ja, naja. Naja, aber es ist mir egal. Kann mir doch nicht egal sein. Warum nicht? Weil... Ist dir doch auch egal. Nee? 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 Alle Lums? Ja. Nur die Kostüme? Ja. Plötzlich? Ja. Wollte ich nur ein bisschen schikanieren. Oh, okay. So, jetzt kommt der Bossgegner. Hier sind die letzten paar Gegner vor dem Boss. Ich kenne doch Schmups. Das ist so eindeutig schmuckmäßig aufgebaut. Mann, warum ist denn hier ständig immer irgendwas im Weg? Hört mich an zu dü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 d